Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum aktuellen FRM Regionalmagazin. In dieser Sendung möchte ich in Erfahrung bringen, wie die Saison hier an der Malter und in den beiden Freitaler Bädern Windi und Zacke denn so gelaufen ist. Es gibt eine neue Folge von Topfgucker TV mit Frank Kliemann. Und als erstes gehen wir nach Schmiedeberg. Dort gab es ein feierliches Richtfest für die Einfeld-Turnhalle. Am 4. September wurde in Schmiedeberg Richtfest gefeiert. Nach einer umfangreichen Planungszeit für die neue Einfeld-Sporthalle konnte man am 29. Mai den Grundstein legen und nun, nicht mal 4 Monate später, wird Richtfest gefeiert. Den Richtspruch zelebrierte René Donat. Er ist der Geschäftsführer der Glashütterfirma Holz und Dach Donat GmbH, die für die Zimmerarbeiten zuständig sind. Den symbolischen letzten Nagel schlug man dann gleich dreifach ins Holz. Kräftige Schläge kamen von der Dippoldiswalder Oberbürgermeisterin Kerstin Körner, Schulleiterin Katrin Jungnickel und vom Vorsitzenden der SG Stahl Schmiedeberg Andreas Mannschatz. Für den weiteren Bauverlauf fasste der Stadtrat auch schon die erforderlichen Beschlüsse und der Bau kann zügig vorangehen, obwohl es am Anfang manche Schwierigkeit zu meistern galt. Ja, also wir freuen uns erstmal, dass wir heute an dem Tag das Richtfest feiern können, so wie wir uns das auch vorgenommen haben. Es haben alle, die entsprechend hier an dem Bau beteiligt sind, sage ich mal, sehr positiv mitgewirkt. Nicht zuletzt die Baufirmen, die eben auch für die Errichtung des Baus auch verantwortlich sind. Und von daher sind wir froh, dass wir das zu dem heutigen Zeitpunkt gut hinbekommen haben. Sie wissen ja, im Vorfeld gab es den einen oder anderen Problemfall. Das ist, muss ich sagen, im Bau normal. Leider gab es dort nicht immer vorhergesehene Dinge, aber wir haben das eigentlich am Ende gut über die Bühne bekommen. Für die Stadt Dippoldiswalde wird dieser Bau wohl auch immer mit dem Thema Corona in Verbindung bleiben. Aber so wie es aussieht, läuft es bis jetzt trotzdem richtig gut. Es ist tatsächlich heute ein richtig toller Moment und ja, das wird unser Corona-Bau sein. Ich hatte es extra nie erwähnt in der Rede, weil ich das mal vermeiden wollte. Aber ansonsten bin ich unwahrscheinlich glücklich, dass wir das trotz, sag ich mal, dieser Widrigkeiten in diesem Jahr so weit einen Fortschritt haben und dass hier bald viel Kinderlärm drin ist und dass hier bald Sport getrieben werden kann und wir die Turnhalle dann im März hoffentlich nächstes Jahr übergeben können und hier die ersten Veranstaltungen laufen. Ja, und bei der ersten Station zum Thema Auslastung der Freibäder habe ich mir die Chefin der Weißeritztaler Lebens GmbH, Marlene Alexander, ins Boot geholt. Hallo, Frau Alexander. Es sah ja nun so aus, ich sag mal März, April, dass es eine ganz verkorkste Saison werden würde, ganz einfach, weil die Leute nicht ins Freibad dürfen durch die Corona-Bestimmungen. Das hat sich ja Gott sei Dank alles ein bisschen aufgeweicht, verbessert. Wie war denn die Saison? Also die Saison ist tatsächlich dann im Juni schon gestartet. Also wir durften zum 3. Juni dann unsere Freibäder mit bestätigtem Hygienekonzept öffnen. Der Juni an sich war wettertechnisch noch etwas verhalten gewesen, im Gegensatz zum Vorjahr, wo der Juni sehr stark war. Das wurde im Juli dann besser, es ist im Juli besser geworden. Und mit Start der Ferien konnten wir wirklich sagen, dass wir nahezu täglich unsere Freibäder öffnen konnten, weil das Wetter uns sehr gut in die Karten gespielt hat. Wir hatten natürlich eine Begrenzung der Badegäste hier in allen Strandbädern. Das war Vorschrift seitens des Hygienekonzeptes. Hielt sich aber alles gut in der Waage, sodass im Prinzip zu den Wochenenden, wo wir dann wirklich mal überfüllte Bäder hatten, wir dann den Stopp gemacht hatten und die Gäste dementsprechend warten mussten. Das war meistens in den Nachmittagsstunden. Und das waren auch schon wieder die Zeiten, wo die ersten Besucher schon wieder heimgegangen sind, sodass dort der fliegende Wechsel war und die Gäste nicht lange warten mussten. Wasserqualität war auch top in diesen Monaten, habe ich gehört. Genau, die Wasserqualität ist hervorragend gewesen. Wir haben eine regelmäßige Kontrolle hier für das Wasser und anstandslos. Man kann jetzt noch sehr weit nach unten schauen. Also da haben wir auch das Glück, dass es immer mal geregnet hat, sodass wir hier keine Probleme mit den Algen bekommen haben. Also ganz vorbei ist ja die Saison noch nicht. Es können ja immer noch schöne Tage oder Wochenenden mit durchaus sommerlichen Temperaturen kommen. Aber im Großen und Ganzen muss man ja sagen, war es ein Sommer, der auch für den Tourismus hier an der Malter eigentlich positive Aspekte gebracht hat, oder? Das auf jeden Fall. Also wir haben Corona-bedingt auch davon profitiert, dass wir hier so viele Besucher hatten. Die Dresdner Bäder haben viel mit Buchungsprogrammen gearbeitet, sodass die Gäste in Dresden nicht mehr reinkommen konnten, demzufolge zu uns an die Malter gekommen sind, weil frühes Kommen sicherte die besten Plätze. Ja.
Und auch im Campingbereich, mussten wir sagen, hatten wir dieses Jahr einen sehr guten Zuspruch gehabt, weil die Leute natürlich hier im Umland jetzt Urlaub gemacht haben. Jetzt drehe ich Sie nochmal richtig in den Scheinwerfer rein, gucken Sie mal an. So, meine Frage natürlich jetzt zum Schluss dieses kleinen Gesprächs, wie geht es denn weiter? Es ist ja nicht vorbei an der Malta, natürlich die Freibäder werden irgendwann dann ihre Türen schließen, aber das Erlebnisbad, das haben wir noch. Und was erwartet da die Gäste? Also im Erlebnisbad ist es jetzt so, dass wir jetzt ab September unsere Öffnungszeiten wieder erweitern konnten, ab Oktober dann wieder in die Regelöffnungszeiten gehen, sodass das Erlebnisbad dann wieder bis 22 Uhr geöffnet haben wird. Es ist dann in den nächsten Jahren angedacht, dass wir doch noch mal in Richtung Sanierung, Komplettumbau gehen wollen. Hängt natürlich alles auch immer mit der Kommune zusammen, dass wir hier gemeinsam miteinander arbeiten. Es gibt ein Förderprogramm, an das wir uns ranhängen können, und da sind wir momentan dabei, dass das Ganze ins Laufen kommt, sodass wir auch da möglicherweise in den nächsten Jahren dann wirklich mal eine Umstrukturierung erkennen können. Ganz schnell noch ein letzter Satz zum Thema Saunieren. Ist das möglich? Saunieren prinzipiell ist möglich. Die Dampfsauna hat noch geschlossene und auch die Aufgüsse dürfen momentan noch nicht stattfinden. Aber ansonsten, dem Schwitzen steht nichts entgegen. Ja, das war ein kleiner Ausflug auf der Malta, getreu dem Motto, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Vielen Dank für die Infos. Und ich drehe mich jetzt mal in diese Richtung, liebe Zuschauer. Wenn ich jetzt mein Boot hier runterschippern würde, die Staumauer überwinden könnte, würde ich dann direkt die Weißeritz runterschippern und würde ankommen am Freizeitzentrum Heinz. Das ist meine nächste Station. Doch zuvor sehen Sie noch einen wunderschönen Werbeclip. Viel Spaß! Herzlich willkommen in Ihren Expert-Fachmärkten in Freital und Pirna. TV und Audio, Computer und Zubehör, Foto und Video, Telekom und Navigation, Haushalt und Küche, Gesundheit und Körperpflege, Film und Musik, Gaming und Spielwaren und natürlich den besten Service für unsere Kunden. Herzlich willkommen bei Expert in Freital und Pirna. Herzlich willkommen im Autohaus Siebeneicher in Diepoldiswalde. Wir möchten Ihnen heute den neuen Subaru Forester und den neuen Subaru XV vorstellen. Beide Fahrzeuge sind mit dem neuen Subaru e-Boxer Antriebssystem ausgestattet. Für mehr Effizienz beim Fahren verteilt das Subaru e-Boxer System die Leistung zwischen dem 2-Liter Motor mit Direkteinspritzung und dem Elektromotor perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Fahrbedingungen und senkt dadurch den Benzinverbrauch. Der neue Forester wurde innen und außen komplett überarbeitet. Er bietet jetzt noch mehr Komfort, Sicherheit und Vielseitigkeit für das alltägliche Abenteuer und verführt dazu, Neues auszuprobieren. Mit seiner robusten, kompakten Karosserie, seiner hohen Wendigkeit sowie seinem bequemen und geräumigen Innenraum können Sie sicher sein, dass Sie jede Fahrt genießen werden. Der XV motiviert Sie, Ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Sie können mit ihm die Stadt erkunden, aber auch spontane Spritztouren am Wochenende unternehmen. Der Subaru XV ist bei allem mit Stil und Komfort dabei. Ob Abenteuer oder der tägliche Weg zur Arbeit, der Subaru XV ist immer für Herausforderungen zu haben. Schon wenn Sie die Türen des XV öffnen, bemerken Sie dessen edles und sportliches Styling. Die konturierten Sitze sind großzügiger und edler als je zuvor und bieten allen Insassen einen bequemen und angenehmen Aufenthalt. Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen sorgt bei beiden Fahrzeugen das Subaru EyeSight-Fahrassistenzsystem. Und mit dem verbesserten Allradassistenzsystem X-Mode kommen Sie komfortabel und entspannt an Ihr Ziel. Mit einem völlig neu entwickelten Infotainment-System der neuesten Generation bleiben Sie jederzeit in Verbindung. Der 8 Zoll große Touchscreen in der Mittelkonsole bietet intuitiven Zugang zu Navigation und Audioinhalten. Man könnte jetzt noch viel Gutes über die beiden neuen Subaru-Fahrzeuge berichten, aber besser ist es, sie selbst kennenzulernen, Probe zu fahren und alle Fragen zum Auto vor Ort von fachkundigen Automobilverkäufern beantworten zu lassen. Sie fragen, wo das möglich ist? Na, in Ihrem Autohaus Siebeneicher in Diepoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. So, jetzt stehen wir hier am Freizeitzentrum Heinz und neben mir steht der Leiter des Freizeitzentrums, Daniel Wirth, der ja in seiner Funktion auch verantwortlich ist für die Freibäder
der Stadt. Also Wendy und Zacke kennt man ja. Herr Wirth, Saison ist beendet. Pressemitteilung ist auch bei FM schon eingegangen. Was war denn das für eine Saison? Sie war doch sicher nicht so, wie man das gewöhnt ist. Richtig, das kann man so zusammenfassen. Also es war natürlich eine sehr außergewöhnliche Saison. Ich denke, mit den ganzen Corona-Umständen hat man ja Anfang des Jahres, wo schon die Freibad-Vorbereitungen losgingen, noch gar nicht so richtig gewusst, in welche Richtung sich das entwickelt. Dann ging es ja plötzlich mit der Schließung im März ganz schnell, dass alles runtergefahren wurde. Im Mai hieß es dann, ihr könnt die Bäder wieder öffnen. Also ich sag mal, für die Freibad-Saison ging es eigentlich fast regulär los. Man muss ja sagen, wir haben am 18. Mai gestartet. Wir nehmen uns immer den 1. Mai vor. Aber das ist nicht eher oder später, als wir die Jahre davor sonst auch aufgemacht haben. Es ist natürlich aber klar zum einen wetterbedingt und jetzt Richtung Ende Juli, August, wo das Wetter gut war, da war, aufgrund der Obergrenzenbelastung natürlich sehr durchwachsen gewesen. Ja, man muss natürlich auch sagen, wir sind auch weit unter den Besucherzahlen der letzten zwei Jahre geblieben. Ich denke, dort hat man außergewöhnliche, gute Sommer. Ja. Das ist ja auch nicht alljährlich üblich, aber von daher sind wir nicht ganz an die Zahlen rangekommen. Aber ich denke, alles in allem sind wir froh, dass die Bäder überhaupt öffnen konnten und natürlich unter vernünftigen Bedingungen, muss man auch sagen, dass wir den Betrieb überhaupt gewährleisten konnten. Ja. Haken wir die Freibadsaison 2020 ab und gucken jetzt mal ein bisschen Richtung Herbst. Wir stehen ja hier vor der großen Rutsche im Freizeitzentrum Heinz. Was haben Sie denn so für die nächsten Monate so in petto für die Besucher hier? Ja, also man sieht es ja schon im Hintergrund. Ich denke, wir haben hier nicht nur attraktive Rutschenanlagen, sondern wir haben natürlich auch mit den Schwimmerbecken, mit den Kombinationsbecken und vor allen Dingen auch dem Kleinkinderbecken, denke ich, jede Menge Attraktionen, um vom Sportschwimmer bis zur Familie, ich denke, jedem was Gutes bieten zu können. Und ich meine, man muss auch sagen, die Stadt Freital hat da schon ein sehr gutes Angebot. Gerade natürlich auch in der Freibadsaison, wenn das Wetter nicht so gut ist, haben wir natürlich mit dem Erlebnisbad ja auch immer eine Schlechtwetteralternative. Und wir freuen uns natürlich jetzt auch im Herbst, im Winter dann wieder die Besucher begrüßen zu dürfen. Wir sind ja gerade auch noch dabei, unseren Saunabereich umzubauen, der dann hoffentlich Anfang Oktober, ich sag mal, mit allen Arbeiten abgeschlossen ist und in Betrieb gehen kann. Ja, und dann ist es natürlich auch wieder eine schöne Kombination, den Saunabereich in Verbindung mit dem Erlebnisbad nutzen zu können. Ein größerer Vorteil ist natürlich auch hier die Fläche im Hintergrund, wo jetzt auch Beachvolleyball gespielt werden kann, dass man viele Leute reinbringt. Das habt ihr auch schon oftmals genutzt. Matthias Reim sollte hier gastieren in diesem Sommer, hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Sind die Planungen auch für solche großen Events schon wieder da oder behaltet ihr euch erstmal da bedeckt? Naja, also es ist ja vieles auf 2021 verschoben worden, weil natürlich die Reglements die Großveranstaltung jetzt erstmal untersagt haben. Mhm. Es ist jetzt so, dass es gegebenenfalls etwas gelockert wird, aber natürlich jetzt auch in Richtung Herbst, du hast es schon richtig gesagt, wir sind auf einer Freifläche, ja. Wir sind also nicht in einer Halle, wo ich natürlich auch dementsprechend heizen kann, wo natürlich unsere Veranstaltungs- und Groß-Event-Saison eigentlich zu Ende geht. Von daher ist es dieses Jahr so, dass wir noch unsere Silvesterveranstaltung planen. In der Hoffnung, dass es sich bis dahin weiter beruhigt, dass wir natürlich die Veranstaltung auch durchführen können. Aber wir sind ja sehr optimistisch, wir planen das auch und wir haben auch, ich sag mal, alle Veranstaltungen im nächsten Jahr auf der Agenda drauf. Und ja, die Glaskugel haben wir alle nicht, um reinzugucken, wie es wird. Wir müssen dann natürlich auch Monat für Monat schauen, wie es sich entwickelt. Also Fazit, es war auch für die Veranstalter, also für die Betreiber der Freibäder ein ganz normaler Sommer mit den entsprechenden Zahlen, die noch ein bisschen korrigiert werden mussten aufgrund der Verordnungen. Kann man das so sehen? Naja, es war, ich sag mal, vom Zeitraum ein normaler, sage ich jetzt mal, Sommer. Von den Zahlen, wie gesagt, war es dementsprechend unter den Erwartungen. Aber was waren die Erwartungen? Ich denke, sie waren vielleicht im Februar noch anders als im März, wo es dann mit der Corona-Phase losging. Da musste man natürlich die Prognosen einfach verändern oder man wusste gar nicht, was man für Prognosen abgeben konnte. Also wir sind natürlich, wie gesagt, unter den üblichen Zahlen geblieben. Also war es für uns nicht eine ganz so positive Freibadsaison. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir die Freibäder öffnen durften und natürlich trotzdem für die Besucher die Möglichkeiten hatten, gerade weil ja auch Auslandsreisen verboten waren, hier den Badespaß regional zu genießen. Und von daher durchwachsen, nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz positiv. Und wir hoffen, dass es dann nächstes Jahr wieder ein guter Sommer wird und vor allen Dingen mit wenig Einschränkungen. Genau.
also nach der Saison ist vor der Saison. Und aus dem Grund vielen Dank für die Informationen. Und liebe Zuschauer, wenn Sie das Heinz besuchen möchten, Sie sehen es ja, es ist geöffnet. Alle Informationen finden Sie auf der Homepage. Und da können Sie sich völlig sonnenunabhängig erholen, sportlich betätigen, in den Fitnessbereich gehen. Also es ist für jeden etwas dabei. Und ich möchte mich jetzt für diese Sendung schon mal verabschieden. Also schönen Dank nochmal, Herr Wirth. Gerne. Ich gebe jetzt ab an Frank Kliemann, Entschuldigung, den Inhaber des Hotels zur Linde und des Restaurants. Denn unsere Kollegen von Topfgucker TV waren dort wieder vor Ort und haben ihn kochen lassen. Und zwar eine sommerliche Sülze in drei Varianten. Und wie das aussieht und was er da gemacht hat, das sehen Sie jetzt. Und wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Tschüss. Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, nicht ganz in der Lindenküche, sondern in unserer Außenküche, die wir für Frontcooking benutzen, bei Buffets, Familienfeiern oder im Garten, je nachdem. Ich habe mir heute einen Assistenten mitgebracht, unseren Julian. Julian hat vorige Woche die Facharbeiter als Koch bestanden und ist seitdem bei uns angestellt als Jungkoch. Er gibt sich viel Mühe und wird uns heute zeigen, wie wir gemeinsam eine Tellersülze zubereiten. Jetzt machen wir unsere Gelatine. Dafür habe ich hier schon vorbereitet. Eine Brühe, eine sehr zarte Brühe, geeignet vom Gemüse oder Geflügel. Und Gelatine, Blattgelatine, die wir dann gleich einweichen werden. Das wird nicht sehr lange dauern, 10 Minuten. Auf Liter rechnet man bei Warmtemperaturen 16 Blatt, bei etwas kälteren Temperaturen 12 Blatt. Die rühren wir dann hier rein, kannst du schon mal ein bisschen rühren. Und dann kommt noch dazu, weil wir eine Sülze machen, haben wir mit etwas Essig, Balsamico Blanche, leicht säuerlich gemacht, die Brühe. Und das reicht schon mal zu, ich habe die Gelatine vorher schon ein bisschen untergerührt. So, Julian, pass auf, ich fülle dir das jetzt ab und du schaffst es dann immer im Kühlschrank. Ja. Ich habe drei verschiedene Gefäße. Das werde ich aber dann erklären, warum. Jetzt kommt die erste Schicht Gelatine unten rein. Aus dem einfachen Grund, weil wir die dann belegen wollen mit unserem Gemüse und unseren Schinken. Und da muss die schon fest sein, sonst würde ja alles davonlaufen. So, du kannst die Schüssel schon wegschaffen in den Kühlschrank hinter. Kannst du auch wieder hinter schaffen und ich mache dir einen dritten Teller fertig. Also es sind auch verschiedene Formen, aber von der Menge her kommt in etwa das gleiche hinein. So, Nummer 3. Das lassen wir jetzt kalt werden und dann fangen wir an mit dem Aufbau der Tellersülze. So, Herr Kliemann, die Gelatine ist fertig. Wunderbar, ist auch fest geworden, das ist ja klasse. Jetzt machen wir ein bisschen Arbeitsteilung. Du bekommst von mir den Schinken. Ja. Und darauf kommt Meerrettich. Und Frischkäse. Hier ist der Frischkäse mit Kräutern. Der kann ruhig ein bisschen Geschmack haben. Da hat auch ein bisschen Knoblauch mit drin. Nimmst du ein Löffelchen und bitte dünn bestreichen. Am besten legst du so eine Scheibe hier rein. Mhm. Und manche fallen ein bisschen auseinander. Das kriegt man schon hin. Und bestreichst das erstmal ganz dünn. Die nehmen wir mal zur Seite. So, ja. Und ich fange mal schon immer an, dass wir hier die Blume, wir legen eine Blume. Diese Sülze auf diesen Teller wird eine Sturzsülze. Das heißt, die stürzen wir nachher vom Teller rum. Das ist übrigens eine ganz geeignete Geschichte, Speise, auch für Kindergeburtstage, weil Kinder machen da sowas unheimlich gerne, so ein bisschen gestalten. Das finde ich immer ganz hübsch, dass man so einen Pilz mit hinmacht. Das ist ja noch Pfifferlingszeit, Majoran, aber sieht schön aus. So unten hin. Dann haben wir hier gleich das gerade runtergefallen, das passt, die Porridgeblüte. Na, die setzen wir hier hin. So, was finden wir noch? Ein bisschen Paprika. Wir brauchen hier das Basilikum. Ich denke, wenn jetzt Kinder zugucken, die werden sagen, Mami oder Papi, das müssen wir unbedingt mal probieren. Wir machen auch Kinderkochschule, das wäre vielleicht mal zu empfehlen, eine Kinderkochschule zu machen, zum Geburtstag, Kindergeburtstag. Und da können wir sowas ja zusammen mal üben, da können die Kinder sich kreativ ausleben. Jetzt müssen wir wieder ein klein wenig ansaisieren mit unserer Gelatine, damit das hier festklebt. Und dann geht es wieder ganz schnell in den Kühlschrank. Und wenn das festgeklebt ist, dann kann man die Tellersülze bis oben hin auffüllen. Da passiert nämlich nichts mehr. Wenn man das jetzt bis oben hin auffüllen würde, würde alles nach oben schwimmen. Wunderbar.
Dann werden wir die auch anschneiden. Ich hoffe, die sind hart gekocht, sonst läuft es uns jetzt davon. Aber ich spüre schon, es geht. So. Jetzt wieder dran denken, dass wir die Sülze dann stürzen wollen, deswegen das Schöne nach unten. Jetzt machen wir auch noch ein kleines bisschen Gelatine. So. Und heute dein Job, Kühlschrankläufer, bitteschön. Wunderbar. Jetzt machen wir die zweite Form. Du bekommst wieder einen Schinken von mir, kannst du gleich den Teller nutzen und die gleiche Arbeit wie vorhin, Meerrettich und den Frischkäse. Und ich mache wieder das Muster, diesmal etwas anders. Und zwar, drei verschiedene Formen hatte ich gesagt. Die erste Form war also eine Tellersülze, die gestürzt wird. Die dritte Variante ist eine Tellersülze, die im Teller bleibt. Und die Mittelvariante, das ist ein sogenannter Timbal, kommt aus dem Französischen. Das ist ebenfalls eine Tellersülze, die aber hochgebaut ist. Deswegen ist es hier nicht so einfach, ein Muster zu legen. Aber wir schauen mal, was wir hinkriegen. Wir beginnen am besten vielleicht auch wieder mit dem Ei. Die Zutaten bleiben bei allen dreien gleich. Nur der Aufbau ist etwas verschieden. So, das Ei unten drunter. Jetzt machen wir hier Tomate und jetzt haben wir ja unsere Gewächshausgurke und machen hier so zwei Scheibchen hinein. Als nächstes würde ich auch wieder den Pilz, den Pfifferling, nehmen wir diesmal einen etwas kleineren und was gefällt uns noch? Wieder etwas Paprika. Dann nehmen wir den roten und den gelben. Und jetzt die Kräuter. Die bisschen an der Seite mit vorgucken, denn das Innenleben wird man ja dann schlecht sehen, weil es ja in der Sülze drin ist. So, wunderbar. Das machen wir jetzt in die Mitte hinein. Und dann füllen wir das Ganze etwas mit Gelatine auf, dass das sich anbindet. Und wenn das angebunden ist, dann wird es wieder fertig aufgefüllt. So, das gebe ich dir mit und jetzt bringst du uns auch gleich den dritten Teller mit, der müsste jetzt auch kalt sein. Ja. So, kriegen wir das auch fertig. Ist es fest geworden? Wunderbar. Man hätte es auch spiegeln nebenbei gesagt, ne? Weil wenn man genau hinguckt, kann man sich spiegeln. Du machst dir wieder einen Schinken, du weißt ja jetzt, wie es geht und ich mache wieder eine Blüte mit Stiel von der Gurke. Und jetzt machen wir es andersrum. Weil diese Sülze wird nicht gestürzt, sondern die bleibt im Teller drin. Das bedeutet für uns, dass wir die Sülze nach oben gestalten. Die schöne Seite sozusagen nach oben. Sind beide Seiten schön, aber eine ist ja die Gestaltungsseite. Wir machen auch wieder das Gleiche. Wir können natürlich Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen. Aber wir machen heute mal das mit der Blume. Man kann auch den Spiegel einfärben. Jetzt die unterste Schicht mit zum Beispiel rote Rübensaft, den brauchen wir dann aber ohnehin nochmal. Da hat es einen leichten rötlichen Touch. So, Nummer 1, Nummer 2. Was machen wir unten hin? Ei, geht. So. Und da es bald Herbst und Pilze gibt, machen wir wieder Pilz unten hin. Und Boric machen wir hier oben hin. Jetzt mal eine ganz fantasievolle Blume. Um eine Möhrensonnenblume und hier wachsen die Tomaten. Lustig, ne? Oder? Fantasie ist eben, wie gesagt, jedem überlassen. Jetzt, wie gehabt, leicht ansäsieren und immer schön aufpassen, dass es nicht aufschwimmt. Ne, wenn wir jetzt zu heftig aufgießen würden, da schwimmt die Teile dann oben. Und das wollen wir ja nicht. So, Julian, du kannst es wieder kalt setzen. Ja. Und dann lassen wir das alles erstmal ein bisschen ruhen und machen jetzt mal die aberwitzige Remoulade. Indem wir zunächst mal ein bisschen Schlagsahne verwenden. Und die Schlagsahne wird jetzt aber nicht ganz fest geschlagen, sondern einfach nur so ein bisschen cremig angeschlagen. Das kannst du übernehmen. Ja. Schön aus dem Handgelenk und versuchen wir nicht zu sehr zu klappern. Dann natürlich klassisch gehört dazu die Mayonnaise. Dann habe ich hier schon ein bisschen was an Gewürzen da.
eine Würzmischung mit verschiedenen Geschichten drin. Sieht richtig schön bunt aus. Es ist bunter Pfeffer auch dabei, Senf, Körner, grobes Salz, etwas Kümmel und so weiter. Ist auch jedem ein bisschen selbst überlassen, wie man würzt. Auf jeden Fall Prise Zucker, Prise Salz muss immer dran. Und das ist das Spannende an der Sache. So, zeig mal, wie sieht es denn aus? Darf ich mal? Jetzt müssen wir doch mal ein bisschen Krach machen. So, aus dem Handgelenk. Na, wird schon cremig. Hat die gute Temperatur, sehr schön. Und das reicht uns auch schon zu. Ich gebe jetzt mal die Mayonnaise hinzu. So, kannst du jetzt mal schön zusammenrühren, beides. Und einen kleinen Löffel. Prise Salz. Prise Zucker. Sehr, wir machen noch ein bisschen Mayonnaise. So, und jetzt kommt's. Julian, wir wollen doch einen schönen Farbkontrast haben, ne? Ja. Und da habe ich hier rote Rübensaft. Kannst du weiterrühren? Richtig original roter Rübensaft. Ohne Lebensmittelfarbe, ne? Ja, ich denke, das reicht. Super. So, zwischendurch haben wir im Kühlschrank schon die Sülze aufgefüllt, dass die jetzt bis oben gefüllt ist. Man hätte es noch mal zeigen können, aber ich denke, der geneigte Zuschauer weiß dann schon, wie man eine Sülze fertig auffüllt. Wichtig war ja, dass man sie ansaisiert und unten drunter den Spiegel hat. Da fangen wir an mit dem Timbal. Oh, schauen wir mal hier rein. Sehr schön, gut. Nennt man Chiffonade. Bisschen wie ein Moosnest. So, wie kriegt man jetzt den Timbal da raus? Spannende Frage. Hier ist heißes Wasser drin und ein heißes Tuch. Dann wärmen wir einfach unsere Schüssel an, dass sich das erwärmt, etwas, nur etwas, und vom Porzellan löst. Ja. So. Das ist natürlich jetzt in der Fachsprache nochmal wiederholter Timbal, der sonst auch höher gebaut werden kann. Und jetzt haben wir ja unsere herrliche Soße. Ja, das ein bisschen hübsch ansäsieren. So, damit auch ein bisschen was noch zu sehen ist. Wunderbar. Und wir machen wieder unsere Chiffonade unten drunter, sprich den Salat. Und da streuen wir ein bisschen breit. Und nun müssen wir mal gucken. Wieder mit dem heißen Wasser. Diesmal ist es wirklich heiß. Also einfacher Trick, ne? Mit ein bisschen heißem Wasser. Man rausschneiden werden ist ja toll. So. Und jetzt sieht man nochmal deutlich, was wir vor uns erklärt haben, dass jetzt die schönere Seite nach oben ist. Deswegen ist das alles andersrum gelegt. Man merkt es deutlich an dem Gurkenstiel. Und hier lassen wir mal das ganze Objekt ein bisschen arbeiten. Und gehen einfach ringsrum mit unserer Remouladen-Himbeersoße. So, fertig. Und Nummer 3. Und hier haben wir gesagt, also die lassen wir auf den Teller. Und haben das ja schon so hingekriegt, dass es einfach fertig und gut aussieht. Jetzt müssen wir natürlich mit unserer Soße noch vorsichtiger sein, um nicht das ganze Bild zerstören. Und dann lieber für den Gast noch ein Kännchen mit der Soße nachreichen. Und die Chiffonade kann man natürlich jetzt schlecht drunter machen. Also setzen wir die einfach hier so ein bisschen dran. So, fertig. Sieht sehr schön aus, Herr Klimann. Sind wir zufrieden miteinander, ne? Haben wir gute Arbeit gemacht. Wenn es denn schmeckt, der Test kommt ja auch noch. Ne? Liebe Zuschauer, ich darf mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, aber auch bei Julian, der als Jungfacharbeiter mir heute toll zur Seite gestanden hat. Und kein Problem. Eines Tages ist Rollentausch, dann bin ich Rentner und du darfst das übernehmen. Schauen wir mal. Ihnen wünschen wir viel Spaß. Ja, du kannst es mal schön am Tisch schaffen. Wir setzen uns dann alle gemeinsam hin und essen das auf. Ja, gut, bis gleich. Danke. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Und bestimmt haben wir bei den einen oder anderen die Neugier geweckt, entweder mit Kindern oder bei uns oder auch zu Hause, dieses nachzukochen, wobei kochen, bisschen Anführungsstrichen, außer der Gelatine wird dann nichts gekocht. Viel Spaß also und alles Gute wünscht Ihnen Frank Klimann. Sehr zu wohl.
Julien? Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de. So, liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, wie immer, Kochen ist keine Hexerei. Und das war eine frische Tellersülze gemeinsam mit Julien. Ich danke dir für deine Hilfe. Julien, unser neuer Facharbeiter, strahlt immer noch nach der Prüfung. Ja, die Sülze lässt sich relativ leicht nachmachen. Wir wünschen Ihnen viel Glück zu Hause. Natürlich gibt es in der Linde auch hausgemachte Sülze und dazu hausgebackenes Brot aus unserem Holzbackofen.